Hey, du. Ja? Sag mal, liegt hier ein Schiff oder sehe ich richtig? Nein, nein, da ist nichts mehr. Die Borghese ist schon nachts ausgelaufen. Schweinerei, sollte doch erst um 7 weg. Hat die feine Dame nicht auf den Herrn gewartet? Das machen manchmal feine Damen. Verflucht, jetzt ist knapp 6 und der Eimer ist raus. Erst hat's geheißen, der Däne wird beladen. Dann haben sie einen Italiener vorgezogen. Ist eben kein Verlass. Verlass, Verlass. Ich sitze auf dem Trocknen. Eine traurige Sache, so ein Seemann, der übrig geblieben ist. Die fressen jetzt meine Rühreier. Gibt ja auch noch andere Schiffe. Wo wollen Sie denn hin? Ach, egal. Ein gutes Schiff möchte ich. Ein Schiff suchen Sie? Ja. Auf der Hemse. Könnten wir einmal an Deck brauchen. Gehen nach Philadelphia. Ja, das ist ja herrlich. War nämlich schon lange nicht mehr zu Hause. Bin aus New Orleans. Name? Matrose Gale. Ihr Seefahrtsbuch? Wie hoch sind die Euer? Für eine Stunde Wache zahlen wir 1 Schilling 6 Pence. Okay. Mein ganzes Geld. Mein Buch ist auch weg. Haben Sie es vielleicht liegen lassen? Ach, das ist ja wohl das Letzte. Ich bin gleich wieder da. Tut es uns leid, die Sendung ohne gültige Papiere. Ja. Ohne gültige Papiere nicht auf den Weg bringen zu können, etc. Erwartungsvoll. Ja. Kann mir schon denken. Nicht gefunden, was? Nicht mal das Haus habe ich gefunden. Sehen ja alle gleich aus in der Nacht. Oh, macht nichts. Lass mir eben drüben ein neues Haus stellen. Ja, da müssen Sie aber erst einmal rüberkommen. Auf meinem Schiff geht das nicht ohne Seefahrtsbuch. Der Herr kennt Sie ja nicht. Und Seeleute erzählen viele Geschichten. Ich fürchte, Sie werden große Schwierigkeiten haben. Wenn ich Sie wäre, würde ich ganz Antwerpen nach dem Buch umgraben. Ohne Papiere sind Sie ein toter Mann. Sie werden sich wundern, wie lebendig ich bin. Auch ohne. Yes, Sir. Für den Kapitän de Merle nach Panama, San Diego, Los Angeles und Seattle. Ein Maschinist. Ja, ja. Heute 17 Uhr an Bord. Ein Heizer! Niemand? Das ist im Moment alles. In einer halben Stunde geht's weiter. Danke. Hallo, Sir. Ich hab's mir überlegt, die Sache mit dem Heizer. Warum haben Sie denn das nicht drin gesagt? Ich war bis jetzt Decksmann. Aber man muss ja alles machen. Sehr vernünftig. Melden Sie sich gleich an Bord. Danke, Sir. Und in Los Angeles kann ich mir dann gleich mein Seefahrtsbuch neu ausstellen lassen. Ich hab's leider verloren. Ach, Sie haben kein Seefahrtsbuch. Doch, doch. Ja, da kann ich nichts machen. Die Kapitän de Merle ist ein sauberes Schiff. Da werden keine krummen Sachen gedreht. Was frei, Sir? Schon mal in der Kombüse gearbeitet? Na und ob? Die Besseren können Sie gar nicht finden. Haben Sie Ihre Papiere? Aber natürlich, Sir. Na los, kommen Sie rein. Sieh zu, dass du wegkommst, sonst musst du lang. Verdammter Kerl, an Land mit dir. Was denn? Hab ja nicht gesagt, dass ich die Papiere bei mir habe. Sie haben keine Papiere. Was sagen Sie dazu? Merkwürdig was? Hey, Ihre Nationalität! Chinese! Sie, bleiben Sie mal stehen! Hallo!
Ich schicke ihm mal ein Bild von mir, wenn ich ihm damit helfen kann. Aber jetzt habe ich Hunger. Na schön. Setzen Sie erst mal hin. Sie kriegen gleich was. Nehmen Sie dabei mal einen Apfel. Also, was machen wir nun mit Ihnen? Freilassen, Herr Kommissar. Freilassen. Haben Sie ein Seefahrtsbuch? Haben Sie einen Pass? Nichts haben Sie. Ich gehe zu meinem Konsul. Mhm. Dann habe ich auch schon gedacht. Was aber, wenn Ihr Konsul Sie achtkantig rausschmeißt? Was dann? Mein Konsul soll mich rausschmeißen? Ja, erstmal müssen Sie ihm doch beweisen, dass er Ihr Konsul ist, nicht? Wenn Sie ihm das nicht beweisen können, übergibt er Sie uns offiziell. Wissen Sie, was das bedeutet? Na was? Wer ohne Pass aufgegriffen wird, bekommt 6 Monate Haft und Deportation in sein Heimatland. Ihr Heimatland wird bestritten, also werden wir Sie nicht mehr los. Und dann müssen wir Sie durchfüttern bis zum Rest Ihres Lebens. Na, wir können Sie doch nicht einfach totschlagen wie ein Hund. Ja, das würde die Sache natürlich wesentlich vereinfachen. Sie sind ein lustiger Vogel. Schade, dass wir keine Verwendung für Sie haben. Na, dann darf ich vorgehen, ne? Ja, das dürfen Sie. Und wenn Sie frei sind und Sie haben mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun, dann können Sie auch zu Ihrem Konsul gehen. Na, also dann, meine Herren. Ja, ich habe gesagt, wenn Sie frei sind. Also bis zum Abend müssen Sie schon hier bleiben. Mal bis zum Abend? Weil es da dunkel ist. Wir haben dann nämlich eine ganz bestimmte Sache mit Ihnen vor. Und das kann man am helllichten Tag nicht machen. Was habt ihr euch denn da ausgedacht? Vielleicht habt ihr doch noch ein Gesetz aufgestellt, dass Menschen ohne Ausweis ertränkt werden können, was? Kein Hahn würde nach mir krähen. Er hatte eigentlich recht, keine schlechte Idee. Ach, wir sind ja schon an der Grenze. Grenze? Hm? Wozu? Na, um dich rüberzubringen. Aber ich hab doch gar keinen Pass. Na, wenn Sie einen Pass hätten, können Sie auch hier bleiben. Ich gehe nicht. Ich denke ja gar nicht dran. Sie gehen genau geradeaus. Sie treffen jetzt keinen Kontrollbeamten. Nach einer Stunde kommen Sie an eine Eisenbahnlinie und an eine Bahnstation. Gegen 4 Uhr morgens treffen Sie dann eine Menge Arbeiter. Und die mischen Sie sich und kaufen sich eine Fahrkarte. Ja, aber... Hier. Das ist etwas Geld. Und da ist noch ein Happen zu essen für die Nacht. So machen Sie schon. Und lassen Sie sich nicht mehr bei uns erwischen. Na? Verflucht! Den Hals wird man sich hier noch brechen. Halt's Maul! Da vorne ist die Grenze. Mir doch egal. Nur machen Sie schon. Herr Konsul, ist bitten. Hallo? Bitte? Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Aber die Borghese hat nicht gleich geantwortet. Tja, eine ungewöhnlich schlechte Auskunft. Sie stehen gar nicht auf der Mannschaftsliste. Natürlich stehe ich in der Mannschaftsliste, Herr Konsul. Kann ich ja gar nicht. Ich bin nämlich in New Orleans erst kurz vor Auslaufen angemustert worden. Die Liste war schon abgeschlossen und man wollte mich im nächsten Hafen registrieren. Ja, das ist durchaus möglich. Ja, aber man hat Ihnen doch bestätigt, dass Sie an Bord war, oder? Man hat mir auch bestätigt, dass Sie das Schiff ohne Erlaubnis verlassen haben. Sie lehnen jede Verantwortung für Sie ab. Ich konnte ja nicht wissen, dass das Schiff 2 Stunden früher ausläuft. Na, wie kommen Sie denn nun wirklich von Antwerpen hierher nach Rotterdam? Genau wie ich Ihnen sagte. Die Polizei hat mich nachts aber über die... Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wo gibt's denn das, dass die Polizei jemanden auf diesem Wege über die Grenze in ein fremdes Land bringt? Ohne Papiere. Ihr Seefahrtsbuch, sagten Sie, wurde in Boston ausgestellt? Ja, ich glaube, es war Boston. Es ist schon zu lang her. Hatten Sie einen festen Wohnsitz? Ja, als Kind war ich mal in San Diego für ein Jahr. Und dann in Houston. Aber nur ganz kurz, dann sind wir wieder weggezogen. Wo sind Sie geboren? Watertown, Wisconsin. Das muss ja registriert sein. Aber das ist noch immer kein Beweis, dass Sie das sind. Hm. In 5 Minuten werden Sie mir einreden, ich bin überhaupt nicht geboren. Geben Sie meiner Sekretärin Ihre exakten Daten, Namen von Bekannten, Adressen, was immer Sie haben. Es wird dann drüben versucht werden, Ihre Identität festzustellen. Das ist bei Ihren spärlichen Informationen nicht ganz einfach. Und vor allem, es dauert. Vor 2 Monaten wird da nichts zu machen sein. Ein Monat? Ja,
Was soll ich denn da machen? Ich habe doch kein Geld. Tja, Sie hätten eben mit Ihrem Seefahrtbuch vorsichtiger sein müssen. Sowas verliert man nicht. Können Sie mir nicht einen Ausweis inzwischen... Kann ich leider nicht. Aber ich werde Anweisung geben, dass Sie in einem Seemannsheim Unterkunft und Verpflegung bekommen. Ja. Vielen Dank. Sehr freundlich. Ich habe gesagt, ich heiße Gale. Hat er gesagt, wie wollen Sie das beweisen? Haben Sie einen Ausweis? Jede meiner Aussagen hat eine passende Antwort gehabt, die mir das Maul stopfte. Auf einmal gab er mir Geld zum Essen. Da wurde plötzlich wieder ein Mensch. Tja, mein Lieber, hungern ist menschlich. Keine Papiere haben ist unmenschlich. 1:10. Zwei Monate soll ich warten. Wie der sich das vorstellt. Wenn er zwei sagt, dann können es auch sechs werden. Dann mach ich doch nicht mit. Soll ich vielleicht zur Heilsarmee gehen oder betteln? Wenn mich die Polizei aufgreift, dann schickt sie mich wahrscheinlich über die Grenze. Bin doch nicht blödsinnig. Oh, mir wird schon was einfallen. Für dich gibt's nur eins, mein Junge. Nach dem Süden. Kleiner Hafen. Da gibt's Schiffe. Die Segel und der Flaggen, die kennst du gar nicht. Die fragen auch gar nicht weiter. Dann ist es wärmer da. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man kein Geld hat. Also, auf nach Süden. Aber wie komme ich da hin? Sind doch schon wieder Grenzen. Die verladen da gerade. Die fahren direkt da runter. Gut. Mach ich. Wir fahren hier lang. Du willst doch da runter. Danke euch, war prima. Du, wenn du einen Tipp haben willst, du bist der Amerikaner. Wenn sie dich unterwegs schnappt, dann sagst du einfach, du hast das Grab deines Vaters besucht. Verstehst du, Heldenton? Das haben sie ja alle gerne, wenn für sie einer stirbt. Sagen Sie, fährt hier überhaupt noch ein Zug oder lauft schon zwei Stunden die Schienen lang? Wo wollen Sie denn hin? Runter zur Küste. Hier fahren nur zwei Züge, einer hin, einer zurück. Ihrer fährt erst wieder morgen früh. Barfuß, gute Idee. Sie sehen müde aus. Ja, müde und schmutzig. Wann haben Sie das letzte Mal gebadet? Das ist schon ziemlich lange her. Und wie ein richtiges Bett aussieht, habe ich auch schon fast vergessen. Was machen Sie überhaupt hier? Mein Vater gefallen und habe ich Grab besucht. Ich bin Amerikaner, verstehen Sie? Ja, also heute können Sie sowieso nicht mehr weiter. Nee. Ganz einfach. Dann fahren Sie eben erst morgen früh. Ja. Und heute Nacht schlafen Sie bei mir. Ja, gerne. Gerne. Meine Mutter macht uns was zu essen. Wir wohnen hier zusammen. Was ist denn los? Ich bin schließlich ein Seemann. Na, dann schwimmen Sie doch rüber. Ich schwimme ja schon. Gail, sind Sie schon draußen? Nein, noch drin. In zwei Minuten steht das Essen auf dem Tisch. Ja, ich komme gleich. Wir hätten doch auch was anderes essen können. Na, was denn? Ach, du kennst ihn doch gar nicht. Ja, eben, da weiß er von nichts. Er ist ja gar nicht von hier. Und außerdem, wenn ich schon mal einen Gast habe... Ach, du bist viel zu gutgläubig. Jedenfalls, red nicht drüber. So. Aha, Sie sind ja schon angezogen. Na, hoffentlich haben Sie sich beim Waschen mehr Zeit gelassen. Ja, bitte überzeugen Sie sich. Es blitzt. Aha. Hier ist Ihr Platz. Danke. Essen Sie gern Hasenbraten? Oh, ja. Hab ich geschossen. Sie, Milane? Donnerwetter.
Ja, mit Vaters Gewehr. Da wird der Vater aber stolz sein. Aber leider wird er es nicht so bald erfahren. So? Sie haben ihn nämlich ins Gefängnis gesteckt für 42 Tage. Wie finden Sie denn das? Gemein, hundsgemein finde ich das. Hat er einen... Brot? Umgebracht? Ja, sogar mehrere. Oh. Er hat gewildert, immer wieder. Ach so. Das hat ihm eben Spaß gemacht. Und dann kommt es ja auch so viel billiger. Ja klar, ist auch durchaus verständlich. Alle wildern hier, alle. Ja? Schade, dass ich nicht länger bleiben kann. Sonst hätte ich Ihnen gern geholfen. Nein, danke. Das schaffe ich schon selbst. Mutter, wo bleibst du denn? Na ja, kommen Sie. Schnell, schnell, schnell. Helfen Sie den Braten wegschaffen. Ja. Hast du schon einen Freund gehabt? Ja. Na und? Wir wollten uns heiraten, aber seine Eltern waren dagegen. Warum? Sie sind sehr reich. Und da haben Sie auf ihn eingeredet, dass es nichts Rechtes werden kann mit mir. Und hat drauf gehört? Ja. Er ist verlobt jetzt. Aber glücklich wird er wohl nicht werden. Hat auch sein Gutes, wenn man keine Familie hat. Dann macht man sein Blödsinn allein. Und du? Kannst du deine Mädels eigentlich noch zählen? Erinnern kann ich mich an keine. Doch, an eine. Die hat mir mein ganzes Geld gestohlen und mein Seefahrtsbuch. An die werde ich wohl meinen Lebtag denken. Weißt du, für Mädels so wie du hat ein Seemann eigentlich keine Verwendung. Bevor du Ja sagst, liegt das Schiff bereits im anderen Hafen. Ist denn das Ja-Sagen so wichtig? Natürlich ist es wichtig. Wieso? Wir reden auf See von nichts anderem und freuen uns schon. Aber dann ist es eigentlich immer so, als ob etwas fehlen würde. Das Wichtigste. Ja. Das ist der schönste Hafen, in dem mein Schiff je angelegt hat. Ein Hafen ohne Wasser. Ist trotzdem ein Hafen. Wird dein Schiff wieder mal hier einlaufen? Nein, ich komme nicht wieder. Zwei oder drei Kinder würden dann unter deinen Beinen herumkrabbeln. Das würde vielleicht sehr hübsch aussehen. Das würde mir keine Freude machen, weil sie von einem anderen wären. Das muss ja nicht so sein. Doch, es muss so sein. Ist auch ganz richtig so. Wann musst du wieder aufs Schiff zurück? Kommt es auf einen Tag an? Die sind ja völlig hilflos ohne mich. Mein Schiff könnte glatt explodieren, wenn ich nicht dabei bin. Wo fahrt ihr denn hin? Nach New Orleans. Da fahre ich die Küste rauf. Da besorge ich mir ein neues Seefahrtsbuch. Da bin ich wieder ein Mensch. Das bin ich nämlich sonst nicht. Verstehst du das? Du erzählst so nett.
Glaubst du vielleicht nicht? Hm? Du hast eine Ahnung. Würde dein Schiff auch explodieren, wenn du nur einen einzigen Tag zu spät kommst? Es ist so schon schwer genug. Komm, ich muss abschließen. Hast du Licht? Siehst du? Das mache ich jetzt alles ganz allein. Zwei Züge am Tag. Einer um 8.05 Uhr und der andere um 12 Uhr. Soll ich dir das beibringen? Es ist ganz einfach. Du könntest mich dann manchmal vertreten, wenn ich ins Dorf muss. Zum Einkaufen. Ja, Mutter, wir sind's. Du schläfst in meinem Zimmer. Ich habe schon alles vorbereitet. Und ich werde bei Mutter bleiben. Ich weck dich dann. Das Frühstück bringe ich dir. Ich muss jetzt zurück. Ich muss da sein, wenn der Zug vorbeifährt. Kannst du nicht machen, dass der Zug hier stehen bleibt? Nein. Du fährst an mir vorbei, laut Fahrplan. Laut Fahrplan. Vielleicht kann ich mal wiederkommen. Ja. Vielleicht kommst du wieder. Adieu, Seemann. Milene.
Nee, mein Lieber. Danke fürs Angebot. Aber du bist mir zu bescheiden. Da. Hau ab und grüß dein Mädel. Aber du gehst wohl in fremden Gewässern auf Ölsardinen, ne? Hey, auf Walfische. Aha, kannst du denn davon leben? Oh, das kommt bei mir nicht so drauf an. Ich habe im Hinterland noch ein paar Bauernhöfe und Weingüter. Ja, und dann natürlich mein Konto auf der Bank. Man sieht's. Seemann, was? Auf dem vornehmsten Schiff der Welt. Man sieht's. Was fährst du? Maschine. Trimmer. Auch so ein Job. Mir haben sie in Frisco mal doppelte Heuer geboten, wenn ich vor die Kessel gehe. Aber nicht bei mir. Also, du bist Seemann? Also da wäre ich nie drauf gekommen. Ist auch schon lange her. Damals hatte ich noch meine Papiere. Ohne Papiere? Oh, oh, oh. Da kannst du den besten Hafenmuscheln ansetzen. Das habe ich leider schon gemerkt. Ich möchte bloß wissen, warum wir nicht mit dem Stempel am Arsch geboren sind. Das wäre keine schlechte Idee. Wenn dich einer nach dem Ausweis fragt, lässt er einfach die Hose runter. Lass sie! Die See ruft. Ah. Schönen Gruß. Vorsicht beim Runterbringen. Ja, mach ich. Mr. Deals? Was glauben Sie, was der Mann da ist? Wo? Fischer. Falsch. Seemann. Hat keine Papiere. Schlechte Welt, was? Den schafft er nicht. Die Sorte kenne ich. Zigarette? Muss ich dafür jetzt ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen? Nein, aber ich höre, Sie sind Seemann. Was die Leute alles so erzählen? Sie sind nicht zufällig Decksmann. Pech gehabt, Mister. Maschine. Genau das suche ich. Mein Name ist Diels. Ich bin der Zweitoffizier auf der Jorike, liegt drüben auf der Außenrede. Guter Posten? Bei uns gibt's nur gute Posten. Ja. Ihre Leute sehen auch danach aus. Wir haben einen Taifun gehabt. Oh. Also passen Sie auf. Ich gebe Ihnen eine Chance. Von hier kommen Sie doch nie weg. Gucken Sie sich den Hafen an. Hier ist nichts los, ne? Wo fährt denn das Schiff hin? Tja, wir haben ganz große Ladung. Wo wollen Sie denn hin? Boston. Mann, haben Sie ein Glück. Wir haben ein Stück gut für Boston. Also los, kommen Sie. Langsam, langsam, ja. Was wird gezahlt? Englisches Geld. Wie ist das Essen? Reichlich. Oh, Boston wäre nicht schlecht, ne? Ein Mann wie Sie gehört auf See. Bis sich wieder mal so ein Zufall ergibt, da können Sie alt und grau werden. Mir wäre es verdammt recht, weil mir ein Mann ausgefallen ist. Es muss schließlich alles überlegt sein. Oh, Sie werden das nicht bereuen. Na gut. Hat ihn der Fuchs tatsächlich geschafft. Hey! Jörg, das war's geschenkt. Du die Pfanne. Und haut ab. Thank you.
Handlungsleiter rüber! Was kriegen wir da für einen komischen Verhol, du? Schnauze da oben! Falschen Dampfer, Mister. Bootsmann, sorgen Sie für Ordnung. Jawohl. Und Sie gehen erstmal nach vorne und suchen sich Ihre Bunk. In die Küche. Was? Los, zeig Ihnen das Quartier. Mit beiden Beinen an Deck, zu spät zum Umkehren. War ein guter Tipp. Hab gedacht, der Mann würde mehr Schwierigkeiten machen. Lassen Sie die Ankerwinde klar machen. Wer hier eingeht, des Namen und Sein ist ausgelöscht, es verweht. Welche Koje sind hier noch frei? Die Schachtel da unten. Welche? Na, die da. Hau dich schon hin, Mensch. Wo gibt's denn hier Matratzen? Wird nicht geliefert. Kissen? Auch nicht. Decken? Werden nicht geliefert. Sieht so aus, als ob das Schiff das Einzige ist, was hier geliefert wird. Oder muss man das auch noch mitbringen? Hast du einen Smoky mitgebracht? Ich glaube, ich lass mich zurückrudern. Von hier kommst du nicht mehr weg. Eher lässt der Alte dich in Ketten wehen. Der knüpft dich vom Galgen, wenn du noch japsen kannst. Alles für die Jorik-Hilfe, Junge. Was hat er dich wohl gefunden, was? So ähnlich. Na, da ist ja das Schwein. Was hast du dafür gekriegt, dass du mich verladen hast? Darüber reden wir noch, bevor ich in Boston aussteige. Boston? Wie kommst du denn auf Boston? Du Neuer! Der Captain will ich sprechen. Viel Vergnügen. Ah, Sie sind der neue Trimmer. Ich Trimmer? No, Sir, ich bin Heizer. Was ist los? Von Heizer habe ich nichts gesagt. Ich habe ihn gefragt, ob er Decksmann ist. Er hat gesagt, Maschine, nicht wahr? So war es doch. Ja, das ist richtig. Aber nie in meinem Leben habe ich dabei an Trimmer gedacht. Am miesesten und schwersten Arbeit. Ich dachte, das sei in Ordnung. Außerdem bin ich sofort wieder von Bord, Captain. Ich denke nicht daran, als Trimmer zu mustern. Ich protestiere und werde mich beim Seemannsamt beschweren. Also, Dietz, damit will ich nichts zu tun haben. Das habe ich nicht zu verantworten. Das müssen Sie schon selbst ausbaden. Mann, gehört der Trimmer zur Maschine oder nicht? Eigentlich ja. Aber Sie... Wenn Sie Heizer meinten, hätten Sie das ausdrücklich betonen müssen. Dann hätte Mr. Dills Ihnen schon gesagt, dass wir keinen Heizer brauchen. Also gut. Ich musste ab im nächsten Hafen, den wir anlaufen. Und das können Sie ja gar nicht. Und ob ich das kann? Sie haben gemustert für Boston. Das ist doch wohl der nächste Hafen, oder? Nein. Wir hatten zunächst Order für Griechenland, aber ich habe meine Absicht geändert. Ich mache jetzt Nordafrika. Sie haben mir gesagt, Boston ist der nächste Hafen. Das kann ich beschwören. Das habe ich keineswegs gesagt. Ich habe gesagt, wir haben Stückgut für Boston und Sie könnten dort abmustern. Haben Sie mal irgendeinen Termin genannt? Na, nicht den geringsten, Captain. Kann ich ja gar nicht. Also ich arbeite auf diesem Schiff nicht. Nicht einen Strich. Schreien Sie nicht so.
Also was ist dort, Wills? Ich bin das endlich leid. Ist dieser Mann von Ihnen angemustert worden, oder nicht? Dieser Mann ist von mir angemustert worden, Captain. Es ist ihm nicht ein Wort gesagt worden, was nicht stimmt. Also die Arbeit verweigern, ist das unter diesen Umständen Meuterei. Das würde ich mir aber sehr überlegen. Sie sehen doch intelligent aus. Lassen wir das. Ich bin ja kein Unmensch. Kommen Sie mit. Name? Piep, piep. Ist das Ihr Nachname? Das ist mein Vor- und Nachname. Na also. Na, werde ich jetzt in Eisen gelegt? Dass Sie nicht arbeiten brauchen, was? Nein, mein Junge, das kostet Sie 2 Monate heuer. Drecksvisage. Den Mann zur 12er-Wache. Aye, aye, Sir. Jetzt hängst du sie aus und trägst sie rüber zum Ausleeren. Gleich wieder runter, aber mach erst mal eine allein, ja? Also hier ist die Automatik und das ist die Bremse, aber gib Acht, dass du das Ding nicht runtersaust. Das ist gar nicht so einfach. Du brauchst eine ganze Weile, bis du den Dreh raus hast. Kommst du endlich? Ja, der Neue kennt doch die Winch nicht, Martin. Wie viel von diesen Drecksdingern schafft ihr denn in einer Stunde? Oh, so 50, kaum der Rede wert. Also ich muss jetzt runter. Hast ja gesehen, wie es gemacht wird. Du, wenn die Winch kaputt geht, musst du mit der Hand hieben. Dann viel Vergnügen. Hilber! Leider nach, kannst gar nicht falsch gehen. Nur rein in die Hölle. Hey, 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 hey. Du brauchst wohl eine Amme, wa? Das habe ich mir gleich gedacht. Lavski, die Amme. Was soll ich denn mit der halben Portion? Du machst ja schon schlapp, bevor es losgeht. Wer ist hier schlapp? Geht aber mächtig hoch, der Kleine. Schlapper Kerl, sowas zieht, was? Dann reiß mal die Knochen zusammen.
stehst da rum. Wie heißt du überhaupt, Schlepp? Pippi. Ist wohl ein Perser? Nein, aber Senior. Meine Mutter war Perserin. Meine war eine alte Schlampe. Aber ein Wort darüber kriegst du ein paar in die Fresse. Gerade bockig. Löschen. Du wirst bestimmt bald verstehen, warum hier noch einer her muss. Allein schafft man das nicht. Also mach's gut. Ja. Moment! Wegschauen! Scheiß Wetter! Komm ja schon. Kamele und Esel legen sich hin, wenn sie nicht mehr können. Aber der Mensch lässt sich martern. Weil er denken kann. Weil er sich Hoffnung macht. Weil lustig ist das Seemannsleben. Na, hast du deine Knochen noch alle beisammen? Ich mach Feierabend. Steh lieber auf, mein Junge. Ich mach Feierabend, hab ich gesagt! Achtung, Heizraum, Dampfhalten! Sollen doch die Scheißkessel ausgehen, die verfluchten. Na, du schlapper Hund. Oh. Hast du denn dein Wehwehchen, mein Kleiner, hä? Und sowas nennt sich Heizer. Naja, was kann man schon vom Hurensohn verlangen? Sag es doch mal du! Hurensohn! Was hast du da? Hurensohn! Was hast du da? Was ist denn hier los? Dampfhalten! Du, komm doch her, du Leute, Schinder! Tot hätte ich ihn geschlagen. Schade. Ins Feuer geschoben. Und kein Mensch hätte gewusst, wo er geblieben ist. Schöner Tag heute, Bootsmann. Ja, sicher, Herr Kapitän. Sie sind doch sicher glücklich, hier an Bord der Jorke Dienst zu tun, oder? Ja. Jeder müsste eigentlich froh sein. Was würde wohl sonst alle diese Leute aneinander warten? Was meinen Sie, Bootsmann? Ich weiß nicht, Sir. In einigen Fällen sogar der Galgen. Bei Ihnen zum Beispiel bin ich völlig sicher. Ich bin Ihnen auch sehr dankbar. Sind die anderen auch dankbar? Oder gibt es vielleicht Leute darunter, die nicht begreifen, was ich für sie tue? Sie denken nicht viel nach, Skipper. Sie sind zu müde. Das ist kein Grund zur Besorgnis. Alles gut, Bootsmann. Bringen Sie die Leute auf Trab. Ja, ja, Sir. Morgen. Als erster Offizier solltest du dich etwas korrekter anziehen. Ach, spiel dich nicht auf. Los, ihr faulen Kerle! Was macht ihr hier? Arbeitet lieber mal! Hier in der Sonne rumliegen! Das könnte euch so passen! Du ruinierst deine Gesundheit. Lass dich nicht so gehen. Salbe wäre da richtig. Und Pflaster. Ich schau mal zum Koch. Vielleicht hat er noch Salbe. Ja, schon auf. Ich werde bald den Gefallen tun, Martin. Gibt's denn da nicht? Ich meine Pillen oder sowas? Ich schlucke ja jeden Tag meine Medizin. Wohlstaub hilft garantiert, das ist schwer. Ruhe! Verfluchter Hund, ich will schlafen! Du, ich habe mal eine Indonesierin gekannt. Eine Haut hat die gehabt. Wie Milchkaffee, weißt du, so mehr Milch als Kaffee.
Denkst du auch manchmal an Mädchen? Ich meine, so mit wachen Augen. Ich denke manchmal an ein Zimmer. Beim Tisch stand Nagellack und... Schnauze! Alter gewinnt. Klar. Der Kapitän gewinnt immer. Ach, verflucht. Der Kapitän gewinnt nicht, wenn wir nicht wollen. Sind wir Vieh oder was? Gibt's keine Gesetze mehr? Wollt ihr euch verheizen lassen wie Brechkopf? Jetzt hat er genug! Ich will schlafen, schlafen! Hörst du, du Dreckskerl! Hol mich doch zusammen, Dreckkerl! Ich dreh dir die Gurgel! Nächstes Mal schlage ich euch die Fresse ein. Das Volk. Es kann. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Erst verschaukelst du mich. Und dann. Die ersten drei Tage glaubst du, kannst du nicht aushalten. Und dann gewöhnst du dich an die Schmerzen. Du wirst noch Heimweh kriegen nach der alten Jorik. Was ist eigentlich los mit der Eierkiste, hm? Ein Leicheneimer ist sie. Ja, pass mal den Rettungsring an. Aber vorsichtig. Die Boote musst du auch mal aus der Nähe ansehen. Sind Schwimmwesten da? Zwei für die ganze Mannschaft. Und die hat der Bootsmann. Wie kann der Hund das machen? Muss dann jeder Punkt eine Weste sein. Ja, wenn keine Westen da sind, kommen auch keine Zeugen vors Seeamt. Verstehst du? Red doch keinen Seetang. Der Skipper will ja auch runter. Sorg dich nicht um den Skipper. Der kommt schon runter. Ich auch. Und ich. Hab verfluchten Kohldampf. Das Fressen und der Kaffee hier sind ein Dreck. Hey, piep, piep. Du, ich weiß was. Ist gerade günstig. Na komm. Blöde. Da oben müssen wir langsam verhungern. Und hier liegen die Fresshaie stapelweise. Psst, leise. Oh, Mensch, Pflaumenmus. Einen Löffel müsste man haben. Das schmeckt aber verflucht danach. Direkt nach Grünspan, nach Messing. Vielleicht ist nur oben so schlimm. Was ist denn das? Mensch, Patron. 50.000 auf deinen Anteil. Sei doch kein Idiot. Auch Detter ist verlassen. Also. Wirst du uns keine Schweinereien machen? Wenn es nur um Pflaumenmus geht, meinetwegen, bin ich dabei. Die Welt will bejaunert sein. Sollen sie sich gegenseitig totschießen, das ist ihre Sache. Aber ihr Schweine wollt doch die Jorika aufbrummen lassen. Da gehen unsere Leute drauf. Mach ich nicht mit. Der Eimer ist doch überreif. Schau dir mal unsere Kessel an. Schrott. Unsere Versicherung läuft ab. Eine neue kriegen wir nicht mehr. Die Reparaturen, die verlangen, kosten noch mehr als der ganze Pott. Vor die Hunde geht die Jorike sowieso. Das Einzige, was wir tun, ist, wir bestimmen das Datum. Was soll also geschehen?
denke, dass wir zunächst unsere laufenden Geschäfte abwickeln, Sand laden, uns Kautschuk versichern, vielleicht noch eine kleine Reise machen und... Dann fröhliche Himmelfahrt. Ja, nicht für dich und nicht für mich. Ich gedenke an Altersschwäche zu sterben. Du doch höchstwahrscheinlich an Alkoholvergiftung. Wie viele Überlebende wird es geben aus uns dreien? Natürlich alle, James. Nach Möglichkeit alle. Halt mich doch nicht für schwachsinnig. Wenn auch nur einer von denen vor Gericht aussagt, sitzen wir alle im Zuchthaus. Nein, mein Junge. Ihr wollt, dass sie absaufen. Alle miteinander. James. Solange ich hier an Bord bin, schlagt euch den Gedanken aus dem Kopf. Willst du lieber vorher aussteigen? Oh nein, ich bleibe. Gute Nacht. Schwieriger Mensch geworden, dieser Stetter. Seit er trinkt, ist kein Verlass mehr auf ihn. Und was das früher für ein Bursche war. Tja, das sind die schlechten Folgen des Alkohols. Es hat wohl wenig Sinn, ihn noch weiter an unseren laufenden Geschäften zu beteiligen. Hey, Städter. Der Captain sagt, ich soll mit dir sprechen. So? Kann nichts Gutes sein. Die guten Sachen sagt er einem selber. Es ist nichts Gutes. Der Alte will, dass du aussteigst. Das soll er sich aus dem Kopf schlagen. Wenn er den nächsten Hafen ohne mich verlässt, deswegen dann... will er auch, dass du das Schiff vorher verlässt. Jetzt. Das muss er mir selber sagen. Was machen Sie denn hier, Bootsmann? Es ist zu heiß in der Kurve. Heiß? Also, macht keine Dummheiten, Jungs. Warum ist denn hier die Ruderkette nicht geschmiert? Was wollen Sie denn, Bootsmann? Was fällt Ihnen ein? Auf die los! Hilfe! Hilfe! Ausgerechnet am helllichten Tag kommen. Wir sind ja weit ab vom Land, Captain. Gehen Sie an die Jakobsleiter. Es kommt kein Mann an Bord, der eine Waffe trägt. Ich glaube nicht, dass es Zwischenfälle gibt. Falls doch, Sie sind ja ein guter Schütze. Herr Kapitän! Ja, es gibt's. Von? Nein! Weder im Wellentunnel noch im Kabelgatt. Auch in den Räumen nichts. Ich fürchte leider das Schlimmste, Captain. Sie meinen über Bord? So ein erfahrener Mann wie Stetter? Sie wissen doch, das Trinken in der letzten Zeit ein falscher Schritt und... Bootsmann, fahren lassen Sie, dass weitergesucht wird. Ist gut, Herr Kapitän. Thank you.
Morgen, Kapitän. Ja? Von Land aus keine Überraschungen zu erwarten? Leute, die ihre Überraschungen machen, haben ein kurzes Leben. Ist ja wunderbar. Komm zu langsam da. Los, runterlassen. Was die wohl mit den vielen Pflaumenmus machen? Leiden vielleicht alle an Verstopfung. Sie hätten vorher was essen sollen. Ich will mal sehen. Ach, da sitzt er ja immer noch. Hey, Amigo, Friend. Hey, Pippi. So, was sagst du zu meiner Braut? So, ein Prachtexemplar, sag ich dir. Prima, ja. Ja, du hör mal, du bist mein Freund, wenn du sie willst. Also, ich verkaufe sie dir. Hm? Ja. Kosten das Kilo. Ja, nein, die kann ich nur im Ganzen abgeben. Ja, ja. Ah, danke. Bist mir zu zierlich. Was sag mal, du isst? Sauf er doch lieber einen an. Ach, getrunken hat er genug. Jetzt braucht er mal was für den Magen. Also, da hätte ich denken können, wenn ich du und allein würde ich auch. Naja, du hör mal, wenn du Geld brauchst, du. Nicht nötig. Alles schon erledigt. Tja. Ja, wir hauen ab, ne? Dann mach's gut. Sag mal, du siehst so schlecht aus. Tja, Mädchen, ich bin ausgequetscht, wie die Zitrone da. Wer quetscht dich denn aus? Eine alte Dame, Jurika heißt sie. Richtig ist ein Luder. Lass dich doch scheiden. Scheiden? Zum Scheiden lassen braucht man Papiere. Du glaubst, Brot ist wichtig zum Leben, hm? Wasser und Salz. Alles Quatsch. Pass braucht man. Verstehst du? Ein Fetzen Papier. Warum? Ja, warum? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich mich einfange wie ein Hund. Wenn ich versuche auszureißen. Du, ich kenne da jemanden. Henry heißt er, er kommt öfter hierher. Vielleicht kann er dir helfen. Wunderdoktor, ja? Jedenfalls gibt's nichts, was er nicht macht. Kann mir schon vorstellen. Hier. Na, vielleicht lässt er mit sich reden, abzahlen oder so. Schaber! Ja? Komm mal rüber. Ja. Ich mache eine Verabredung für dich. Riskierst ja nichts dabei. Nein, nein, nein. Nicht mit dir, du. Nein, 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 nein. Weil ich hier seid, kann ich gar nicht. Hey, Lovely. Komm schnell, ich hab eine Mordsüberraschung für dich. Was glaubst du, wo es hingeht? Ins Irrenhaus. Falsch, zum Fotografen. Ich krieg einen Pass und du auch. Die Jurike kann uns am Hintern kratzen. Also sag mal bloß, warum soll uns einer einen Pass geben? Und warum soll mir jemand das Geld hier geben, hä? Ich werde ja sagen, warum, weil es doch noch anständige Menschen gibt. Ja, ja, ja. Guten Tag, mein Name ist Pip. Ich hätte gerne einen falschen Pass. Aber bitte sehr, Herr Pip, wenn es weiter nicht ist, hier kostet 1000 Dollar. Ja, Geld habe ich leider überhaupt nicht. Aber bitte, das macht gar nichts, Herr Pip. Da kriegen Sie neben umsonst, weil Sie so ein nettes, dämliches Gesicht haben hier. Also, genau so hat sich's abgespielt. Aber ein Mann, der mit falschen Pässen handelt. Nur so einer. Den drückt irgendwo der Schuh. Der hat Gewissensbisse. Und gerade deshalb will er mal was Gutes tun und lässt was springen, ne? Hopp. Ach, aber keinen falschen Pass. Wart hier, wir sollen nicht zusammenkommen.
reinspaziert. Habt ihr schon gehört? Ja? Hast du die Bilder? Ja, natürlich. Ah, das ist also dein Freund. Hat mir so an dir gefallen, wie du dich für ihn eingesetzt hast. Er ist mein Freund. Ja, ja. Und er ist in der gleichen Lage wie du? Ja, im gleichen Boot gewissermaßen. Wir wollen lieber allein bleiben. Lawski und ich, wir haben es gar nicht glauben können. Das ist ja wie ins Leben zurückkehren. Schön, wie du das gesagt hast. Macht richtig Freude, dir zu helfen. Und dein Freund, der ist auch Amerikaner? Nein, Pole. Pole? Das ist ja viel einfacher. Und wie möchtest du denn gern heißen? Hast du dir das schon überlegt? 75. Danke. Ja, von Pip-Pip müsstest du Abschied nehmen. Naja, so hat mich meine Mutter genannt. Eigentlich heiße ich Philipp, Philipp Gale. Ausgezeichnet. Warum sollen wir nicht ausnahmsweise bei der Wahrheit bleiben? Ja, andere hast du mir schon gesagt. Besondere Merkmale. Auch keine. Keine, ja. So, brauchst du bloß noch unterschreiben. Alles andere erledigt mein Büro. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nichts. Unterschreiben. So, die Bilder geben wir dazu. Das wäre es erstmal. Und sei nicht nervös, du bekommst dein Pass. Dein Freund auch. Ich freue mich doch, dir einen Gefallen zu tun. Und du würdest dich doch sicher auch freuen, mir einen Gefallen zu tun. Ja, natürlich. Das wusste ich doch. Wie gefällt dir dieser Mann? Ich weiß nicht. Ganz gut? Stimmt nicht. Der schlechteste Mensch, den ich kenne. Und ich kenne viele schlechte Menschen. Ich kann keiner Fliege was zuleide tun, aber den könnte ich zertreten wie einen Wurm. Er macht mir das Leben zur Hölle. Ja und? Was soll ich dagegen tun? Wenn dieser Mann stirbt, bekommst du den Pass, Philipp. Du und dein Freund. Es kann nur von einem Fremden durchgeführt werden. Für einen Fremden, dem keine Motive nachzuweisen sind, ist die Angelegenheit ein Kinderspiel. Das ist sein Haus. Weg der 1000 Palmen heißt die Straße. Jeden Abend nach dem Essen geht er hier spazieren, allein, für 10 Minuten, wie eine Uhr. Es ist eine dunkle Straße, auf beiden Seiten stehen dicke alte Palmen. Hinter einer Palme stehe ich, hm? Du allein oder du und dein Freund, das musst du selbst entscheiden. Ihr könnt heute Abend schon eure Pässe haben. Ja, ich weiß. Ich muss mich nur erst an die Idee gewöhnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Wenn er jetzt gesagt hätte, Snave hat recht gehabt, hätte ich dich erschossen. Ich habe nämlich einen Revolver bei mir. Die Pässe liegen da, fix und fertig zum Abholen. Hat mich auch schon dran riechen lassen. Ich möchte nur, dass ich ihm vorher noch einen kleinen Gefallen tue. Möchtest nicht wissen, was? Willst du es mir schon sagen? Ich soll einen seiner Freunde umlegen, weiter nichts. Und dieses Hirn muss einmal verfaulen. Du hast mir fast eingeredet, dass ich was Gutes tue. Ein alter, kranker Mann, der am elenden Ende entgegengeht. Du tust doch was Gutes. Natürlich nicht dem alten Mann, aber dir. Brauchst du auch nie wieder auf die Jorke, ne? Ja, eine Art Tausch. Ein altes Leben gegen zwei Junge. Ist doch gar nicht so schlecht. Nicht so einfach, einen Mann abzuknallen, der ihm nichts getan hat.
Das Ding ist nagelneu, dafür müsste man doch eine Stange Geld kriegen. Ja? Ich kenne ein süßes Mädel in Frankreich. Ich schicke dir das Schönes. Ohne Papiere? Nie im Leben. Da ist bei unserem Captain nichts zu machen. Ihr könnt natürlich gerne mal an Bord kommen und euch ein anständiges Essen holen. War ja auch nur eine Frage. War nur eine Alles Frage. Zusammen. Du, da ist doch gestern so ein Schrotthaufen von Dampfer eingelaufen. Da liegt er ja auf der Außenrede. Wie hieß denn der? Yoriki oder so ähnlich. Ja, kein sehr feines Schiff. Aber auf so einem Schlitten, sage ich euch, da wäre schon was zu machen. Guter Tipp, hä? Na ja, wird gemacht. Das ist doch besser als hier rumsitzen. Ich würde es mal probieren. Also. Vielen Dank. Siehste, alles endet bei der Yorick. Was habe ich bloß verbrochen? Ich habe mich verliebt. In die Jorike. In die gute alte Jorike. Und bei der bleibe ich. Ist eigentlich ein ganz feines Schiffchen. Wanzen gibt's auch anderswo. Dreck auch. Ich gehe nicht mehr rauf. Mach, was du willst, ich geh nicht mehr rauf auf dieses Totenschiff. Ich bin fertig. Da ist nichts zu machen. Du wirst nicht wieder lebendig. Dann wo willst du denn hin? Weglaufen? Versuch's doch. Da hinten hast du gleich die schönste Sandwüste. Tja. Vielleicht kommst du durch. Mit viel Glück. Und dann geht der Zinnober von vorn los. Glück. Milene. Das ist Glück. Verpackt, verschnürt, zur Abfahrt bereit. Leb wohl, Glück. Kann leider nicht kommen, verstehst du? Ich habe mich dem Teufel verschrieben. Schau. Ja, schau ihn dir an. Da sitzt er. Lasky, der Teufel. Oder vielleicht nicht? Wer hat mich denn auf dieses Dreckschiff geholt? Du hast recht. Aber was hätte ich machen sollen? Allein hätte ich es nicht mehr geschafft. Komm mit. Irgendwie werden wir schon loskommen von dem Eimer. Lapski! Stunden hat sie zu leben, die Jorike. Um Mitternacht stirbt sie den Heldentod. Eigentlich schade. Ein Polizeiboot. Nils, wir müssen aus der Drei-Meilen-Zone raus. Verflucht noch mal, werden wir kommen schaffen, Captain. Wir müssen. Glauben Sie vielleicht, wir werden uns die Ladung Sand für Kautschuk abnehmen? Ich werde den Burschen mal Zunder geben. Na los! Hey! Ja, was ist los? Den Druck auf 80, ihr faulen Hunde! Der alte will es wohl genug bleiben! Hau ab, du Dreckschwein! Die Maschinen laufen doch auf vollem Turm. Sind die wahnsinnig geworden?
Geh doch raus! Was zum Teufel macht ihr hier oben? Was machen wir schon? Die Scheißmaschine löst sich in ihre Bestandteile auf. Verdammt. Das Druckglas ist geplatzt. Habt ihr es nicht dicht gemacht? Du siehst doch! Ventil haben keine Langhebel, das ist gegen die Vorschrift. Sie müssen es in Ordnung bringen, das wissen Sie ganz genau. Halten Sie Ihre Schnauze! Wer geht runter? Wieso waren Sie nicht unten im Dienst, Lapski? Ich hab Kessel gereinigt. Freiwache. Also los, es geht 3 DC rum. Na, Kapitän! Ja, was ist denn? Der Druck geht runter, die Wasserstände sind geplatzt. Beheben, sofort beheben! Wenn keiner freiwillig geht, wird einer bestimmt. Wer hat Ihre Ablösung? Ich. Kommen Sie mal her. Moment mal. Sie wissen doch, dass der Mann schwer krank ist. Ein Dreck ist ja, das ist ein chronischer Husten. Lass, ich mach's. Du bist verrückt. Ist doch gleich bei mir. Schnell ein paar Lappen umwickeln. Junge, lass die Finger davon. Fertig, ab. Mit der Fahrt. Ausgezeichnet. Was wollten das Polizeiboot? Nichts. Wollt uns nur begrüßen. Mann, da haben wir aber Schwein gehabt. Wir haben die traurige Pflicht, unser lieben Heizer Paul der ewigen Ruhe zu übergeben. Er war der treuesten einer, aber auch er war nicht frei von Schuld. Denn wie steht schon in der Heiligen Schrift geschrieben? Da ist doch nicht einer, der gerecht sei. Sie sind allzumal Sünder. Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Gott im Himmel, nimm dich seiner Seele an. Amen. Will vielleicht einer von den Kameraden noch ein paar Worte sprechen? Gott im Himmel, nimm dich auch seiner Mörder an. Sonst müssen wir selber tun. Also los. Sie voll mit Alkohol. Sie dürfen überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen, sonst haben wir Ärger heute Nacht. An Steuerbord. Hier muss Land sein. Blödsinn. Was liegt an? 214 Strich. Wenn alles klar geht. Brandungsgeräusch an Steuerbord. Ihr seid wohl alle besoffen. 3 Strich Steuerbord abfallen. Wir laufen mit allem, was drin ist. Die Kessel werden platzen.
kommt man gar nicht nach. Wir sind wohl verrückt auf der Brücke. Ein schöner Steam heute. Ist schon wieder so weit? Na, leider. Moment mal, Junge, da stimmt doch was nicht. Hört sich an wie Brandung. Philipp, aufkommen! Sofort aufkommen! Was soll? Aufkommen! Achtung, weg da! Wir saufen ab! Was? Hilfe! Vielleicht kriegen wir jetzt Papiere. Keine falschen Papiere, richtig.
Mit Schiffbrüchen hat die Welt ein eigenartiges Mitleid. Verflucht, du hast recht. Unsere Papiere waren vollkommen in Ordnung. Sind aber leider bei dem Schiffsunglück verloren gegangen. Na klar, klar. Was möchten sein? Eskimo, Feuerländer, Australier oder Zulu-Kaffer? Ein Mensch möchte ich sein. Und einen Brief würde ich schreiben. Liebe Milene, würde ich schreiben. Ich hab dich nicht vergessen. Und du? Wer, ich? Ach, Quatsch. Verdammt. Du, weißt du was? Ich glaube, ich werde dich kurz. Es kommt von der verrückten Lage. Alles ist schief und steil. Ich muss mal raus. Gute Idee. Wir kriegen schweres Wetter. Du? Da baut sich was zusammen. Wenn die Eureka runterbricht vom Riff, dann sind wir geliefert, mein Junge. Komm, lass uns lieber nach Achtern gehen, da sind wir sicherer. Die Sache gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich will noch was zu fressen holen. Dann schwimmt uns alles weg. Ja, und du willst, wenn du runtergehst. Oh, ich komm leicht wieder. Stanislav! Los, wir müssen springen. Die Eureka fecht ab. Wenn ich an die Fresskammer denke, Mann. Fresskammer. So macht mir Spaß. Mach dich lieber fertig. Jetzt geht's um den letzten Atemzug. Den lasse ich mir nicht auch noch nehmen. Nicht so schnell jedenfalls. Muss ein höllisches Vergnügen sein, sich mit den Fischen um Bissen zu prügeln. Ich meine, wenn man der Bissen sein soll. Raus, Bip-Bip! Asche hier. War eigentlich ganz schön. Hm. Du hast immer gesagt, das Wasser auf der Jorike stinkt. Das ist nicht wahr. Das habe ich nie gesagt, Lapsk. Bestimmt nicht. Unser Kaffee auf der Jorike, ein guter Kaffee, auf einem guten Schiff. Ja, das geht. Sicher. Schiff.
Schiff. Wo? Das ist nicht, Junge. Schiff. Jorike. Unsere Jorike. Wo ist der Kaffee? Habt ihr wieder alles ausgesoffen? Ne? Was denn, Mann? Nichts ist. Nichts. Was hast du denn? Jetzt, wo wir alles hinter uns haben. Sei doch froh. Ich muss sofort zu Jorik. Die Roste sind alle raus. Und der Heizer liegt im Kessel. Wir kommen ab. Wir kommen ab. Ich muss sofort rüber. Komm, wir sind nur 20 Schritte zu laufen. Nicht! Knapp vor 5! Aufstehen! Raus! Komm doch! Komm! Lapske! Da ist keine Jorik! Da ist keine Jorik! Da ist keine Jorik! Auf! Ich renne! Ich renne! Komm zurück! Komm zurück! Stalinsam! Papiere mehr. Du hast ein gutes Schiff.